Ich suche heute meinen Teebeutel hier von gestern und heute ist Tag 2. Ich fühle mich auf jeden Fall gut. Ich bin seit 5.30 Uhr wach und gehe jetzt spazieren. Ich merke auch, mein Körper fühlt sich gut an. Also überschüssiges Wasser ist definitiv auch schon weg, glaube ich. Ich bin mal gespannt, ob sich mein Körper auch weiterhin verändert. Ob ich jetzt viel abnehmen werde, ich denke mal schon. Aber ich hoffe, dass er jetzt noch erhalten bleibt, die wichtigen Stellen hier. Ne? Ja, wir werden sehen, Freunde. Ich bin gespannt. Jetzt erstmal eine Runde spazieren gehen. So, Fastentag Nummer 2. Wie, was machst du jetzt? Pipi. Okay. Zum 80.000. Mal nur Wasser trinken und Tee trinken. Ja, mach mal, ne? Ja, ich interviewe dich gleich. Ja. So, Freunde, Fastentag Nummer 2. Devin war jetzt auf dem Klo und erzähl mal, wie ist es so mit deinem Wasser? Wie fühlst du dich? Ja, gut, keine Ahnung. Also auf jeden Fall besser. Besser? Ja, am zweiten Tag immer noch. Jetzt. Ich war heute Morgen nochmal, das letzte Mal richtig auf Klo. Also das letzte Stück Essen und richtig ist alles raus jetzt auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, ich bin leer. Ach, ehrlich? Hast du? Ich konnte zum Beispiel halt nicht aufs Klo, aber ich weiß auch, dass du eigentlich. Also noch nach 3 Wochen kommt noch was raus. Ja, wo ich gefastet habe mit Kokoswasser, da kam noch nach 3 Wochen. Es dauert auch mindestens, habe ich mal gelesen, glaube ich, 2 Wochen, bis der Darm sich natürlicherweise entleert. Ja, okay. Eigentlich muss man ja auch, oder sollte man einen Einlauf machen oder irgendwas nehmen, Sauersalz, um das zu entleeren. Aber wir machen das jetzt nicht. Ich habe auch nichts. Hier in Mexiko weiß ich auch nicht, was wir bekommen. Nein, nur Wasser-Tee geben wir uns erstmal, ne? Ja, nur Wasser. Ich würde mal Mundspülung geben, ich habe eine Zahnfleischentzündung. Ja, aber es ist besser jetzt, hast du gesagt. Ja, am einen Tag ist das schon besser geworden auf jeden Fall. Weil ich rauche jetzt nicht, ich habe meinen sonst nicht irgendwie belastet. Mega. Ich muss auch sagen, ich habe nicht das Gefühl, ich habe auch ein paar Freunde, die haben auch mal so Saftfasten gemacht. Grüße gehen raus an Elbi. Aber ich glaube, ich habe gerade das Gefühl mit Saft, hast du ja auch gesagt, ne? Mit Coke. Ich habe gerade das Gefühl, mit Saft willst du jetzt auch nicht. Nee. Ist das auch viel einfacher fallen? Ich habe gerade immer noch nicht das Gefühl, dass das schwer ist. Ich finde es auch nicht schwer, komischerweise. Ja. Aber es gibt Tage, da versuche ich zu fasten, Leute, und ich kann nicht. Ich schwör's dir. Es geht noch nicht mal einen Tag. Dann würde ich denken, ich sterbe vor Hunger. Weißt du was? Und ich habe das aber auch nicht. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, wir haben uns hart gepusht. Alter. Ja, ja. Wir haben uns einfach unnormal motiviert. Wir haben uns unnormal motiviert vorher. Wir haben gesagt, wir machen das und so. Und ich glaube, auch dieses zusammen das machen ist halt einfach. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir wohnen zusammen, keiner kocht hier rum. Ja. Wir haben dein Wasser steht den ganzen Tag. Ich dachte, wir haben nur mit Wasser zu tun. Das Essen ist in der Gefriertruhe. Ja, alles eingefroren. Alles eingefroren. Sogar die Kiwi und die Banane, Mann. Und das ist einfach so mega witzig, weil, guck mal. Der Typ hat geschrieben, ich muss das ganz kurz mal teilen, erzähl. Der hat geschrieben, Dan, you're crazy, I'll be starving by now. Ich muss das ganz kurz erzählen, weil das ist mega witzig. Mir hat jemand geschrieben, den kenne ich von, weiß ich, schon ein bisschen länger. Und ich weiß auch nicht, wie der so auf die Idee kommt. Ich hatte mit denen ja noch nichts richtig. Weißt du? Auf jeden Fall ganz kurz. Mhm. Oh, du Scheiße. Aus Versehen hat er angerufen, glaube ich. Hat direkt wieder aufgehängt. Also, er hat mich gefragt, was ich heute mache. Ob wir was zusammen machen wollen. Ne? Einfach so. Und ich so, ich gehe wahrscheinlich zum Beach mit dir, mit meinem Roomie. Und er so, ja, Beach habe ich keinen Bock. Aber hast du nicht so, was hat er geschrieben? Nicht Lust, was anderes zu machen. Ja. Du weißt schon was. Du weißt schon was. Hast du nicht Lust, was zu machen? Du weißt schon was. Krass, auch wie er darauf kommt, Alter. Ja. Eigentlich ist es schon krass. Also, ja, wir haben uns, ich bin ehrlich, wir haben uns mal geküsst, okay, aber ja, aber sonst war nichts krass und ich habe ewig mit denen keinen Kontakt mehr gehabt. Auf jeden Fall, Leute, was so mega witzig ist, jetzt hat er jetzt gefragt, ob wir uns sehen, ne, damit, der will halt, ne? Sag doch, der will Sex. Auf jeden Fall, okay. Sag aber, mein Rumi will mitmachen. Nee, pass auf, du bist so bekloppt, ne, du kommst auf so bekloppte Ideen. Pass auf, und dann habe ich geschrieben, sorry, ich kann aber nicht, weil ich fast gerade, weil ich mache Ayahuasca in einer Woche. Weil das Witzige ist ja tatsächlich, noch mal ganz kurz aufgeführt, du darfst ja wirklich, selbst wenn ich das jetzt wollte, ich wollte das aber nicht, ne? Also, natürlich nicht. Ich wollte wirklich nicht. Aber selbst wenn ich das jetzt wollte, es ist so, du darfst keinen Sex haben, keine Horrorfilme, nichts, was dich stimuliert. Kein Kaffee, kein Fleisch, kein Zucker, keine processed food, also keine verarbeiteten Lebensmittel. Käse und so, Milch, keine Ahnung. Ja. Käse und so. Oh, ich habe einen Nageltermin, sehe ich gerade, Dienstag, super. ja, also auf jeden Fall, sorry Leute, auf jeden Fall, du darfst halt eh nicht zu dir nehmen und keinen Sex und das ist halt schon krass. Ne? Ich habe jetzt echt, also wenn mich ein Typ, jetzt zum Beispiel stell vor, ich würde jetzt jemanden daten und der will Sex mit mir, dann müsste ich echt sagen, sorry, ich kann Sonntag, nicht, weil, Sonntag, ich glaube auch nach Ayahuasca darfst du das nicht. Ach, krass, wie lange denn? Ich weiß nicht, ich glaube, das ist nicht gut, wenn du direkt wieder loslegst. Ja, jetzt danach. Nicht Sonntag, direkt wieder, ey, lass uns draußen was voll in den Magen vollschlagen und abends irgendwie Sexpartner suchen. Yeah. So langsam, so Montag, Dienstag, Mittwoch, langsam wieder was essen oder so. Mal einmal auch nicht, ich will jetzt auch nicht am ersten Tag, wo wir was essen, direkt wieder
also morgens, mittags, abends, yeah, yeah, draußen, sondern ich langsam Kokoswasser. Und ganz ruhig wieder anfangen. Kokoswasser würde ich starten. Kokoswasser und Saft. Nee, jetzt kein Wasser mehr, jetzt Kokoswasser. Es geht mir voll der Unterschied. Ja, ich glaube, das mal, ja, mal gucken, wir werden sehen. Oh, mein Arm fällt mir gleich ab. Glaubst du, dass es anstrengend ist, die Kamera zu halten mit der Zeit? Normal. Das ist total krass. Ja, nee, wir werden sehen, wie es weitergeht. Tag 2, wir fühlen uns mega gut. Wir sind voll. Auch ein bisschen high, wir lachen richtig viel. Ja, ja, wir haben schon viel gelacht. Ich glaube, wir sind high. Ich habe gerade wieder mein Buch gelesen. Ha, 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 Tom. Ah, endlich nicht Raucher, aber ja, fällt dir nicht schwer. Aber nee, ich habe jetzt gemerkt, so beim Lesen, so irgendwie, so ich weiß nicht, ein bisschen sind die Buchstaben verschwommen. Er sieht nichts mehr. Das fällt ihm jetzt beim Fasten auf, dass du eine Sehschwäche hast. Ja, oder ich weiß, vielleicht ist es echt das Essen. Also das nicht vorhandene Essen. Achso. Was meinst du denn daran? Ich habe keine Ahnung. Mal schauen. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Du bist eigentlich viel konzentrierter, wenn du fastest. Ja. Ich bin doch damals 14 Stunden Auto gefahren. Ich bin auch von Puerto Escondido nach Cancun gefahren mit dem Auto, wo ich gefastet habe. Ich habe nur 3 Stunden geschlafen, 14 Stunden. Nein. Wirklich jetzt. Alter. Ja, kein Scherz. Ich war nicht alleine. Aber weil du wegen Fahren? Oder? Ja, wegen Fahren, also, dass du reinschläfst. Nee, ich weiß nicht. Bin wieder da, Leute. Man ist halt mega konzentriert. Ja, auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, wir sind auf jeden Fall high ein bisschen. Ja, aber es ist auf jeden Fall auch gut, dass wir jeden Tag zum Strand gehen. Ja, wir gehen jetzt gleich zum Beach, es ist schon 11.43 Uhr. Ich finde, wir sollten gleich losgehen. Ja, gestern hat es einfach angefangen zu regnen. Heute Nacht auch. Gestern Abend auch einfach. Ja, komisches Wetter. Ja, cool, also Tag 2, Leute, es geht uns gut. Also ich musste nicht groß machen, du musstest ein bisschen, was gibt's? Also gestern, ich habe gesagt, hat er wieder geschrieben, da hast du da vor der Anrufe. Mistake, ich wusste schon, dass er aus Versehen angerufen hat. Heute Morgen ging es wieder richtig ab auf Klo, weil wir ein bisschen so, ich habe echt das Gefühl, boah, jetzt ist der Rest einfach raus, so jetzt bin ich leer, Leute, und wir trennen, ja. Und wir haben einfach keinen Hunger, wir sind einfach nur mega high und happy gerade. Ja, doch, hatte ich auch gemacht, da hatte ich schon ein bisschen Hunger. Ja? Hast du noch gar keinen Hunger gefühlt? Doch, hatte ich mal zwischendurch, aber nur ganz kurz, so 2 Minuten gestern, glaube ich. Krass, ja. Habe ich was getrunken, dann ging es weg. Ja, ich habe schon 2 Dämmer gehabt jetzt auch. Also wenn irgendwer da draußen auch fasten will, Leute, wenn ihr das habt und Hungergefühl trinkt, dann einfach, das geht halt weg. Es geht halt weg. Das ist echt schön, es geht weg. Mit dem Hunger? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es wird weniger. Ja, es wird weniger. Wenn das natürlich sich über Tage hinzieht, dann nicht. Ja, aber guck mal, jetzt zum Beispiel, wenn man isst so, dann kein Mittagessen hat, so nach dem Frühstück oder so, dann nur Abend, dann ist das Hungergefühl so krass groß. Und jetzt die letzten 2 Tage haben wir gar nichts gegessen. Das Hungergefühl kommt überhaupt nicht daran, wie wenn man normalerweise immer isst und halt eine Mahlzeit irgendwie aussetzt. Ja, das ist krass. So. Das glauben viele immer nicht. Aber ich fühle das halt auch. Ich habe ja 5 Wochen gefastet einmal. Ja. Das können ja die Leute. Nee, das ist auch nicht normal. Kann ich sagen. Ich bin mal gespannt, was wir auch abnehmen werden. Ich glaube, das interessiert auch viele. Ich weiß doch gar nicht, wie viel ich wiege. Scheiße, also, wir haben nicht gewogen. Ja, ich habe eine. Also jetzt schon, wir können schon seit 5 Wochen nicht mehr. Seit ich Deutschland verlassen habe. Also vielleicht wiegen wir uns später mal. Ja. Um das dann zu checken, weißt du? Ist ja immer noch. Ja, wir sind jetzt seit anderthalb. Also, ja, ein Tag. Ja, wir haben jetzt wahrscheinlich schon. Oft nimmst du in den ersten Tag schon viel ab, ne? Alter, ich habe so viel gepinkelt, die nachher. Jede Stunde auf. 1 Kilo. 2 Kilo sind bestimmt schon weg. Ja, ohne Scheiß. Das war nicht mehr normal. Alter, jede Stunde bin ich auch. Echt? Ja, jede Stunde. Ich gar nicht. Ohne Scheiß. Ich schwör's dir, ohne Scheiß. Komisch. Naja, auf jeden Fall, ich bin gut drauf. Ich bin stolz auf mich. Mir geht's auch tatsächlich emotional heute ein bisschen besser, ne? Tatsächlich emotional finde ich so ein bisschen. Morgen wird es noch besser und noch besser. Also ich merke schon, ich bin jetzt schon, hab so ein Hoch, aber ich habe auch schon öfters gefastet. Vielleicht kommt das Fastenhoch bei mir schneller. Yeah, also ich fühle mich leichter, weil ich habe jetzt so emotionalen Belast gehabt die letzten Tage. Mir ging es nicht so gut. Ich sag's ganz ehrlich, ich habe viel geweint auch mal ab und zu mal, also immer mal zwischendurch, gestern auch mal ein bisschen. Yeah. Ja, aber es geht. Es wird langsam besser. Ich release, also ich lasse los, so den Schmerz, ein bisschen Herzschmerz hatte ich. Und jetzt merke ich aber, dass ich schon eine bessere Stimmung habe. Ey, ist krass, Alter. Ich muss sagen, ich merke das auch schon, aber auf jeden Fall. Ja. Wie denn? Wir haben beide bessere Laune. Ja. Aber weil das auch psychisch ist, glaube ich. So. Ja. Wir haben ein bisschen diesen Stolz davon. Ja, also wir sind schon. Wissen, dass wir das durchziehen werden. Weil, ich glaube, das spielt noch mit rein. Wir haben keinen Zweifel, dass wir das irgendwie durchlassen. Ja, wir schaffen das. Wir hängen jetzt nicht übermorgen oder so. Wir haben jetzt beide die Überzeugung, wir machen das safe. Vor allem, weil wir das jetzt auch teilen. Ich muss das hochladen. Ich muss das heute fertig machen. Auf leeren Magen Ayahuasca machen wir, aber auf richtig leeren Magen. Oh shit, Magen. Eine Woche. Ayahuasca. Ich bin echt gespannt. Ich bin auch so gespannt. Ein bisschen Angst habe ich schon. Ich habe auch Angst. Ja, gut, okay. Ja, wir schaffen das. Wir schaffen das schon. Ja, wir melden uns wieder, Leute, ne? Ja, haut rein. Wie wohl ich. Und nochmal so ein Punkt. Es ist super interessant. Normalerweise hat man schlechten Atem, weil man ja auch entgiftet. Und so einen weißen Belag kriegt man auch auf die Zunge. Auf der Zunge. Und ich habe das aber noch nicht. So krass. Minimal, denke ich.
Minimal weiß, nicht ganz rosa, weil eigentlich ist die Zunge rosa, wenn man gesund ist, ne? Merkt man auch, wenn man doch, ich glaube minimal habe ich aber. Doch, die ist glaube ich nicht rosa mehr bei mir, die ist schon weiß. Mhm. Ich glaube, es kann noch schlimmer sein. Wenn Leute krank sind, haben die einen richtigen Belag auf der Zunge. Mhm. 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 Ja. Naja. Werden wir mal morgen die Zunge beobachten, ne? Was damit passiert morgen, Leute. Und auch so, wie wir aussehen werden. Ich glaube, man sieht halt auch fresher aus. Ich finde, ich sehe überhaupt nicht fresh aus gerade. Aber ich habe auch noch nicht mal meine Augenschatten überdeckt. Das ist auch ein Wunder. Normalerweise mache ich das immer. Aber hier ist immer noch ein bisschen rot. Ich bin mal gespannt, ob das morgen besser ist. Ja, wie gesagt, Leute, nicht geschminkt richtig, ne? Außer ein bisschen Augenbrauen nachgemalt und ein bisschen Farbe auf den Lippen. Aber meine Haut ist gerade... Aber ist cool, dann kann man das auch sehen, weißt du? Was sich da verändert. Hier ist noch ein bisschen trocken. Ja. Ich meine, jetzt auch nicht mehr die Jüngste, ne? So, Devin dachte sich, er wird hier mal ein bisschen Gitarre üben, ne? Devin spielt einfach jeden Tag Gitarre. Ich muss wieder reinkommen. Aber voll schön, du spielst doch gut. Ich habe 5 Wochen nicht mehr gespielt. Echt? Die Finger tun wieder weh. Ich finde das voll gut. Ah ja? Ja. Wow. Beim Spielen. Aber mega gut, dass du spielst. Was ist dein Lieblingslied? Mein Lieblingslied? Ja. Hier, das, was ich ja gestern gespielt habe, aber okay, mach mal. Ein bisschen lange. Achso, sag mal ganz kurz einen Ausschnitt. Von Ziemlich beste Freunde. Ja, das ist schön. Das ist, glaube ich, auch mein Lieblingslied. Mega. So viel dazu. Ja. Ab zum Beach. Ja. Let's go. Auf zum Strand. Ja. So, Freunde, wir haben gesagt, wir fahren heute wieder mit dem Bus. Deine Tasche ist offen übrigens, deine untere. Wir fahren heute wieder mit dem Bus, auch wenn 2 Autos vor der Tür stehen. Das finde ich voll witzig. Da ist mein kleines Auto, da ist auch das Motorrad, also das Mofa. Da steht von Leon da vorne. Ja, Wetter ist schön heute. Ist auch nicht zu warm, merkst du? Ist eigentlich angenehm. Da steht mein Van, der lebt auch noch, Kokotine. Nee, gar nicht. Wir gehen jetzt spazieren am Beach. Da freue ich mich drauf. Ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen Bewegung tut gut. Obwohl ich heute Morgen auch schon war, ne? Ich war heute Morgen auch schon spazieren, Freunde. Eine Stunde bin ich schon lang gelaufen und habe mich richtig schwach gefühlt, aber, ne? Ja, also ich bin richtig langsam gelaufen. Morgens um. Es war recht spät, um 8 glaube ich sogar. Spät, um 8 Uhr. Also ich war ja schon um 5.30 Uhr wach. Aber ich bin richtig. Aber ich bin richtig langsam gelaufen heute, also wirklich. Viel langsamer als sonst. Da lang oder wo lang? Ja, ja? Genau. So, mit zum Bus. So, und wie ist der Beachwalk so? Nice, ne? Ja. Mega schön. Ja, richtig schön. Hier ist auch kein Mensch, ey. Wie schön das ist. Wow. Also wir haben einen richtig nice Beachwalk hier gerade. So, wir haben jetzt hier voll nice gechillt. War richtig schön, oder Devin? Mega, ich bin sogar eingeschlafen. Ja, bist richtig außer Kraft, ne? Bist richtig, auch du bist auch ein bisschen ruhiger, habe ich gemerkt. Du redest nicht mehr. Ja, aber immer. Am Meer halt, ne, hier ein bisschen rumliegen, die Sonne ballert. Ich dachte wegen Fasten eigentlich. Ich weiß nicht, vielleicht auch zu Hause machst. Mal schauen, wie ich zu Hause komme. Ja, ich bin gespannt. Wir haben auf jeden Fall hier gechillt, es war richtig nice. Also ich muss auch sagen, ich genieße es richtig. Es ist auch nicht zu warm, zu kalt. Jetzt gehen wir auf die andere Strandseite, weil Franzi da ist, meine Freundin. Ja, die fliegt ja heute nach Deutschland, deswegen sagen wir noch Hallo. Und ja, dann war es das mit Strand und mal gucken, wie der Abend noch so wird. Ich denke mal entspannt. Also hast du Hunger? Nee, ne? Ich auch nicht. Also okay, Hungergefühl ist immer noch nicht da. Geil. Ich habe nicht viel getrunken. Ich hab noch nicht viel getrunken heute. Nee, heute? Ich habe noch nicht mal 1 Liter, glaube ich, getrunken heute. Zählst du gar nicht, ne? Mhm. Ich habe heute nur Wasser getrunken. Bisschen Resttee von gestern noch, aber ich habe echt nicht viel getrunken auch. Ich muss ein bisschen mehr trinken. Ich denke mal, so auf 2,5 Liter komme ich schon, aber ich trinke gar nicht so viel, ist komisch. Ja, man muss echt natürlich auch in der Sonne. Aber ich denke trotzdem an diesen Typ, der da dieses Dry-Fasten gemacht hat, weißt du? Der hat 18 Tage kein Wasser getrunken. Der hat es auch überlebt, also als Jude, ja. Abonniert sie. Ja, halt das mit euren Freunden, ganz, ganz kommentiert. Wichtig. Kostet nichts, Leute. Genau. Können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?